So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh, Dragon Age 2 mit Mad King. Was ist denn jetzt hier los? Ich bin einfach runter zu den Docks, wo stand dem Kuhvolk, also dahin, wo uns diese Quest jetzt geführt hat. Im letzten Folge haben wir erfahren, dass der Sohn des Vicomte sich den Kuhn Ari angeschlossen hat. Ziemlich heftig. You're pathetic. Ach ja, geil. So, erbärmlich als pathetic. Falls sich einer wundert. Auf jeden Fall haben wir das in der letzten Folge erfahren und haben auch in der letzten Folge... Oh, ich muss noch die Uhr anstellen. Zack. Haben wir auch mit Meryl geredet oder mit unseren Gefährten hier. Und ich habe jetzt wirklich fast alle auf Super Buddies. Außer Sebastian. Kava. Ja, Kava ist scheißegal. Und Meryl habe ich, glaube ich, alle. Ja. Sogar Evelyn habe ich in der letzten Folge dazu gebracht. Total auf mich abzufahren. Moment mal, wieso sind hier zwei? Muss ich hier in beide Areale rein? Verstehe ich gerade nicht. Haube des Aufsehers. Hui, ist das... Wow. Das ist ja mal geil. 41 Angriff. Ich glaube, das Teil nehme ich direkt mal. Ist ja doch gelohnt hier. Das sieht natürlich mega schwul aus, aber wird zum Glück ausgeblendet. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Anti-Viscount or Seamus himself not wanting to be rescued? Seamus isn't the type. Let's go. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass Seamus einfach von sich aus hingegangen ist. Ich habe übrigens Fenris mitgenommen, weil er ja Kun spricht oder Kunari spricht. Ich weiß nicht, wie die Sprache heißt, genau. Egal. Auf zum Areal. Wieso wir auch immer hierher gehen. Keine Ahnung. Oder komme ich jetzt bei den Docks raus? Nee, wir sind jetzt... Hä, wie komisch ist das denn? Ich kapiere es nicht. Okay, ja, hier sind wir richtig. Ich darf ja eh reingehen. Ja, das ist auch klar. Ich bin immer die Ausnahme. Jedenfalls speichern. Was denn? Die Sohn des Vicomte zu behalten. Oh ja, das wäre natürlich scheiße. Mal gucken, was er sagt. Hey, Arishok, alles klar? Sarah Hawk. I'm here about the Viscount's son. Are you? In 4 years, I have made no threat, and fanatics have lined up to hate us simply because we exist. But despite lies and fear, Baz still beg me to let them come to the Kuhn. They hunger for purpose. The son has made a choice. You will not deny him that. Ein offensichtliches politisches Manöver. Nein, genau das brauchen wir nicht, wa? Converting the Viscount's son. His opposition will have a field day. And? The enemy of your enemy should be your friend? I don't fear the whole of them together. And it is not my role to reject the free choice of Vinathari. The son responded to his own demand of the Kuhn. He is neither my slave nor my prisoner. He is not even here. He went to his father. Ask the Viscount why he would send you and a letter both. Könnt ihr das genauer erklären? Das interessiert mich jetzt aber. Warum ist denn der Sohn jetzt doch beim Vicomte? That seems strange. They are meeting at the Chantry. A last pointless appeal, I assume. The Viscount would involve the Chantry? No, but we know who would. Mother Patrice. A suspect in many things. If she has threatened someone under my command again, there is only one response. Lasst mich das erklären. Oh nein, ich stimme euch zu, sie ist tot. I've had about enough of Patrice, several times over. A threat against Vidithari can have only one answer. I will suffer only one outcome. I will be watching, Hawk. The demand of the Kuhn is clear. Okay, also will er, dass wir Mutter Patrice oder Patricia oder wie auch immer sie heißt, plätten, ne? Kein Problem. Mache ich gerne. Ach ja, mit der hatten wir ja nur Schwierigkeiten. Also von mir aus kein Problem, wenn das eine Forderung war, wirklich. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Lasst uns so schnell wie möglich dahin. Los. Jetzt zur Kirche. Jetzt. Schnell. Hopp. Nachts. Kirche. Kirche. Alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt.
Sarah Hawk, look at what you have done. To pounce upon the Viscount's son, a repentant convert in the Chantry itself. A crime with no excuse. Your Kunari masters will finally answer. Hammerhart, ey. Was ist das für eine dicke Olle? Ey, die knall ich jetzt sowas von? Nicht so, wie ihr denkt. Ich knall die mit meinem Zauberstab. Nein, ich prügel die durch. Ach, verdammt nochmal. Ich mach die jetzt komplett. Ich töte sie. Okay, das ist was. Ja, das war's. Jetzt genug, das will ich mir noch. Wie offensichtlich war das denn? Wie offensichtlich, was für ein offensichtlich beschissener Weg das war, einen Mord unterzuschieben. Hammerhart, ey. Das ist euer Werk. Are you mad? Your plans have fallen to outright murder? The faithful know this has been building for a long time. Where Vornell incited, I reminded, in sermon and prayer. When people learn of this attack, they will rise. Not zealots or the unknowing, but the true majority. Great plan. Until people start dying in a war with the Kunari. To die untested would be the real crime. People need the opportunity to defend faith, starting with you. Earn your reward in this life and next. These heretics must die. Ich glaube, dass du sterben möchtest. Hallo? Boah, wenn ich die auf die Finger kriege. Rechtschaffene Bürger. Hammerhart, ich töte euch. Ist mir jetzt scheißegal. Ich bin jetzt mal richtig der Schlechter. Mit Mutter Petrice hier noch unter einer Decke stecken oder was, ey? Boah, bin ich auf dem Sack, ey. Hammerhart. So, Steinfaust, gib ihm. Artemis, komm an den Start hier. Boah, diese dreckigen... Kinder. Entschuldigt die Ausdrücke, aber das muss ja sein. Nein, das geht... Oh, nein! Das wirst du mir nicht durchgehen, du Olle. Zack, zack, zack. Ist sie auch noch da? Lebt die noch? Ist sie auch... Das geht ja nicht, klar. Da ist er. Jetzt holt er noch die... Oh, gibt's auch nicht an. Do you see, Your Grace? Traitors attacking the very core of the Chantry. They defile with every step. There is death in every corner, young mother. It is as you predicted. All too well. Petrice ist verantwortlich. Ich sag's einfach. The young mother arranged all of it. Don't you spout your Kunari filth. This is a hand of the divine. I have ears, Mother Petrice. The Maker would have me use them. Sarah Hawk, is it? Viscount Dumas' son is dead. Killed here in your name. I'm sure my name won't like that. Petrice? Seamus Dumas was a Kunari convert. He came here to repent and was murdered. Was? Er wurde bereuen? Hä? Na, okay. Glaube ich jetzt überhaupt nicht. Petrice hat das und noch mehr eingefädelt. Ja, noch mehr. Love or hate the Kunari, a blind nug could see she took this too far. No price is too much when we speak of eternity. Eternity is long enough that we need not rush to meet it. They deny the Maker. And you diminish him, even as you claim his side. Andraste did not volunteer for the flame. Sarah Hawk, you stand with the captain of the guard? The young mother has erred in her judgment. A court will decide her fate. The Chantry respects the law, and so must she. Grand Cleric? Grand Cleric? Du hast verschissen. Ja. Ja! Die! We protect those of the Kuhn. We do not abandon our own. Please, send for Viscount Dumas.
Geil. My son. Murdered in the heart of the Chantry by those who held a sacred trust. What hope for this city when we fail our own so completely? Ihr müsst für die Stadt stark sein. This is not over, Excellency. The city needs a leader. It does. And I am no longer that person. Please. Hawk. Leave me. Kirkwall Knights aren't safe. Always some group of thugs around. Someone will usually pay for their removal, though. This won't exactly ease tensions. The Viscount's son and Canary aggression, even if justified, it won't end. Hawk, I thought this could wait, but I need to speak to you at your home very soon. Okay, kein Problem. Können wir gerne machen. Verstehe das nicht falsch. Aber die Ereignisse haben sich jetzt gerade wirklich heftig überschlagen und Evelyn wird uns wahrscheinlich ein paar Tipps geben, was wir jetzt so tun könnten. Weiß ich nicht genau. Bei Nacht oder bei Tag? Ich glaube eher bei Tag würde ich jetzt da hingehen. So, dann mal schauen, was Evelyn zu sagen hat. This is important. Don't interrupt with your selfish prattle. Get off your high horse. I have problems too. What drink should I order and who's the father? Oh, you little... Are there any good seats left? Hawk, the Arashok is sheltering two fugitives who have converted to the Kune. He must be convinced to release them. He's already feared because of Patrice. If people start to think he can ignore the law... I need your help so this doesn't get out of hand. I'm going to die. There. Got your attention. Real problem. Eins nach dem anderen. Nein. Nochmal von vorn, bitte. I heard Arashok and die. What's this about? Remember the relic? The one Castillon is going to kill me over? A man called Wall-Eyed Sam has it. If you help me get it, Castillon won't kill me. Please. I'm trying to keep the entire city from rioting against the Canary. Well, maybe it's connected. What? I'm just saying maybe it will help. It's important to someone, right? Now you start being responsible? Shit. Kacke, was ist denn jetzt hier los? Warum kommt ihr damit zu mir, Evelyn? This seems like an issue for you and your guards. Quite a few of them. Sending a full patrol would just increase tension. But you're right. I am the captain. It's my responsibility. But I suspect the Viscount was hoping I would bring this to you. Then he should have come himself. Perhaps. But it's understandable that he's not at his best. I'd like to help him if I can. Ah, und was ist denn... Ist es eure Reliquie, Isabella? You're sure this is the relic you're after? I've had my ear to the ground for a while. There was a description of the book. It's the right one. Book? I thought you didn't know what the relic was. Well, I know it's a book, but that's all I know. It's written in a foreign tongue. Honestly, what does it matter? It'll save me from Castillon, so I need it. Scheiße, was soll man jetzt hier machen? Isabella ist natürlich unsere. Und Evelyn ist unsere, ja, ihr wisst schon, gute Freundin. Und so, aber jetzt, scheiße. Ich habe echt keine Ahnung. Mir fällt gerade auf, ich musste gerade mir mal lüften hier. Nachts um 2 Uhr ist das Zimmer ein bisschen stickig.
dass wir ja beide auf 100% haben. Also ist mir ist ja eigentlich scheißegal, was ich mache. Deswegen würde ich erstmal sagen, Evelyn kann warten. Isabella zuerst. Ja, wir helfen zuerst Isabella. The relic issue has to be resolved before we take on the Canary. You trust her this much? Probably not. I wouldn't. They won't wait at the compound forever, Hawk. I really do hope this helps, because if it doesn't... You think I like having this thing on my mind? Come on. The exchange is happening tonight in a low-town foundry. Are you sure about this? The champion was asked to go to the Canary. I suppose you think he planned the entire thing. Considering what it led to. Come on, Seeker. I'm not going to sell Hawk short, but nobody could have foreseen the way that that would go down. Or do you still think I'm lying to protect my friend? There are elements of your story that make sense. And you couldn't have known about them otherwise. Well, that's a relief. But that doesn't mean you're telling me everything. I want this story to be told. You're not the first to get it all wrong. I think I owe Hawk that much. Okay, ja, dann würde ich sagen, ja, klar. For anything. Ja, wir könnten mal gucken, ob hier irgendwelche Magierstücke haben. Na sicher, irgendwelche Sachen. Magier, genau. Aldeons Gewand, 307 Rüstung, was ist das denn? Der Helm von Materrel, das scheint mir auch nicht so. Das könnte gar sein. 41 Angriff, ne, das haben wir schon. Moment mal, das ist ja besser. Das ist ja besser, das Auge der Weisheit, geil. Standhafte Schreiter, auch. Auch. Hammerhart. Zack. Geil, ey, die zocke ich mir jetzt sofort. Na toll, ich sehe natürlich nicht, wie das aussieht. Ah, das ist ja natürlich kacke. Das sollten wir nachher mal testen. Aber das Auge der Weisheit, das rüste ich mal aus. Und der standhafte, die standhaften Schreiter. Die kann ich sogar noch verbessern jetzt gerade. Geil, geilo. So, was haben wir denn hier? Ich habe hier noch irgendwelche geilen Sachen. Moment. Aldeons Gewand, nein, erstmal diese standhaften Schreiter. Ich weiß ja nicht, ob ich Aldeons Gewand dann wirklich trage. Moment, ich schneide hier eben und dann gucke ich mir die draußen an, das Gewand. Und dann, wenn wir dann wirklich nach draußen gehen, dann... Oder nee, wir sehen uns einfach gleich wieder. Mit dem Gewand oder auch nicht. Mal schauen. Ich überrasche euch. So sieht die Robe aus. Ziemlich geil, finde ich. Wohl dieses... wie heißt das Teil? Lendenschurz oder Sabberlappen? Weiß ich nicht. Vorne vorhängt. Stört mich das ein bisschen. Hey, mir wurde hier angezeigt, dass es hier eine Quest gibt. Bin ich doof oder was? Der Abnehm Dieb begleitet Isabella zur Gießerei des verlorenen Endes, um die Reliquie abzufangen. Ah, okay. Quest aktivieren. Und wo ist die Gießerei? Dunkle Gießerei. Gießerei ein Viertel. Isabella ist gar nicht dabei. Ach du Scheiße. Ich bin etwas doof. Moment. So, da sind wir jetzt endlich. Oh, was stehen denn da? Nein, wieso wollen die jetzt uns jetzt angreifen? Hallo? Stan vor allem. Wer ist nochmal Stan? Kenne ich den irgendwo her? Na, ich hab irgendwie gehört. Finde ich gerade doof. Keine Ahnung. Angriff! Warte mal, hieß nicht Stan der eine. Stan? If the Arishok asks why we killed his man, we'll say it was an accident. Yes. About that. The relic belongs to the Canary, and there's a small chance they want it back. A small chance? Seid ihr verrückt? Hallo? Do the Canary look like the sharing type to you? Of course they want it back. I've always known what the relic is. I just didn't want to worry you. The relic is a Canary text handwritten by that philosopher of theirs. Keslin, Kuzlin, whatever his name is. Kuzlin. I stole it from them. They followed me here to reclaim it, and it's why they're still in Kirkwall. And they can't leave without it. All of this could have been avoided. Oh, Evelyn, bleib mal ganz ruhig. Aber für wen hat die Reliquie denn einen Wert? Außer für die Canary. Why would anyone besides the Canary want this relic? The Tevinter Imperium have been at war with the Canary for centuries.
If the Tevinters get the relic, it will strike a blow to Qunari morale. That's probably what the mages want. Und was mit dem Schiffbruch? Wo, was eigentlich der Grund ist, wo die, weshalb die Qunari noch hier sind, so? I thought you and the Qunari were caught in a storm. The storm was only half of it. I also had the Qunari dreadnought stuck to my behind like a bad rash, spitting fire and thunder at me. Hm, das nur wegen eines Buches? Sounds like the Qunari take their reading very seriously. Is there anything the Qunari don't take seriously? Look, the book's right in this building, and I'm not letting it slip away again. There's more at stake, but... Well, the Arashok waited this long. Oh, I don't know. It's the only thing that'll get Castillon off my back. Please, tell me you'll give the relic to me. Na, ich weiß nicht. Ich würde sagen, dass wir den Qunari zurückgeben eigentlich, ja. Müssen wir. Müssen wir. Das könnte es einen Krieg geben, ja, klar. The artifact belongs to the Qunari, and you'll let them leave with it. There's a cost to both sides. Don't you understand? The relic is the only thing that will keep Castillon from feeding me to the sharks. I can't believe you're... Oh! Fine. You're right. I'll return the relic. It'll go straight to the Qunari once we get it. Come on, we've no time to waste. Nice. Where is the relic? I have it. The Tome of Koslun will not fall into Tevinter hands. Blood and spite. Atos Qunari! He's getting away. Isabella! Ach, scheiße. Wir taut sie auch noch ab, natürlich. Sind wir auf uns gestellt. Kämpfen gegen alle oder was? Okay. Och, der heißt auch Stan, okay. Irgendwie dachte ich, dass aus Dragon Age Origins unser Typ Stan heißt. Weil ich hab den Namen nicht. Den Namen total vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie unser Qunari heißt. Strange. Hallo, hallo. Bleib mal ganz ruhig hier. Geht da gar nicht klar. Der Winter war Zauberer. Ja, dass die hier noch einen auf dicke Hose machen, das geht auch nicht klar. Aber das haben wir gleich. Ein paar Blitze und so. Nein, was geht mit Evelyn ab? Der hat dich zermürbt hier. Zermürbt. Lass sie mal in Ruhe. Hätte echt einen Arsch ab, oder? Zack. Ja, ich heil mal Evelyn ein bisschen. Das kann ich ja machen. Ja, cool. Brauche ich nicht die ganze Zeit anders für. Aber trotzdem. Ist Artemis abgekackt oder was? Nee, wo? Ach, da hinten ist Artemis. Okay, dann ist gut. Alles klar. Zack. Was ist das eigentlich da für ein Teil? Ein Eisteil. Nein, wo ist hin? Da. Komm her, du. Komm, ich friere die mal eben ein. Und Steinfaust. Oh, noch ein Blitz. Ja, komm. Das war's. Und jetzt? Ja. Hier ist jetzt die nachgelaufen zum... Ne, das ist Kacke. Die Handschuhe sind Kacke. Hier rein. Da. Mach wieder raus. Oh, Mann. Wieso hat das denn so ein kleiner, komischer, popliger Typ? Das Buch. Hallo? Stehe ich gerade nicht. Ach ja, die haben wir gerade gemacht. Platt gemacht. Satakas ist. Keine Ahnung. Das gebrauchen können. Ich glaube eher nicht. Isabellas Brief. Was ist das denn? Werter Meister Hawk. Meister Hawk? Wie redet ihr mit mir? Ich habe die Reliquie und bin fort. Ich habe zu viel wegen dieses verderbten Teils verloren, um es jetzt aufzugeben. Ich weiß, es wäre hehl, den Qunari die Reliquie zurückzugeben, aber dazu bräuchte man eine reinere Seele als die meine. Jedenfalls tut es mir leid, dass ich euch erneut belogen habe, Isabella. She's gone. She took it. That bitch-born whore. Well, bleib ruhig. Now we get to deal with the Arashok and the fugitives ourselves. That's good. Scheiße. Let's go to the compound. Ja, ich glaube, das ist auch besser so. Meine Fresse, Isabella. Wir haben doch... Dann tut sie mir sowas an. Scheiße. Kann den Weibern einfach nicht trauen. Ne, Jungs? Alle Weiber, bitte verpisst euch. Ich glaube, ihr guckt eh kein Weib zu. Egal. Oder auch besser so, ja. Egal, wir gehen jetzt mal hier runter zu den Docks. Das geht ja nicht klar. Obwohl, wir haben nur noch 5 Minuten. Ich glaube, ich nehme trotzdem weiter auf. Ich glaube, wir nehmen Fenris dann mit.
Ich glaube aber, dass wir eh nochmal jetzt nicht direkt bei den Kunari landen, oder? Hoffe ich mal. Ja, gut. Gut, 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 gut. Hier müsste ja irgendwo so ein Teil sein, wo ich meine Leute sammeln kann. Hä? Ist das hier nicht mehr? Bin ich doof? Ich dachte, hier wäre so ein Sammelpunkt. Oh, da stehen schon ganz viele. Ja, ich glaube, wir geben einfach nur noch die, eben die Quest ab von Herrin Selby und dann mache ich die Folge, wenn ich dann... Und dann wird wahrscheinlich der letzte Abschnitt von Dragon Age 2 in der nächsten Folge weitergehen oder anfangen, ja. Nee, der vom Akt 2, ja. Es gibt ja noch einen Akt 3, der wird noch heftiger, aber okay. We're not pals. We're not? What about that time we painted each other's toenails? Do you want something? Love, life and liberty. What more does a man need? You're in a jolly mood. Well, when you're here, I know you're not leading men into Darktown to arrest me. Kirkwall's a dangerous place for our friends, but you've made their lot easier. Several of them put their coin together to get you this. Ah, danke. Ein Stück Gold. Ich bin reich. Bin reich. Bin so reich. Ach, so ein Scheiß, ey. Boah. Fühle mich hier mit einem Stück Gold ab. Ich glaube, ich kacke ab. Extra für die einen Templer angestiftet. Oder angezeigt. Oder gesagt, dass er ein Ziege opfert. Hallo? Mach ich doch nicht bei jedem. Und für einen Gold doch nicht. Puh. Yo, ich bin der Endking. Wir spielen Dragon Age 2. In der nächsten Folge werden wir dann noch Fenris dazu holen. Oder Varric? Scheiße, jetzt kann man hier entscheiden. Evelyn, also anders würde ich schon gerne mitnehmen, obwohl ich eigentlich jetzt auch heilen kann. Nee, ich glaube, ich tausche anders gegen Varric aus und dann tue ich noch Fenris dazu. Das gibt eine coole Mischung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Kunari. Krieg oder Kaffeekätzchen. Keine Ahnung. Bis zur nächsten Folge. Ciao.